Das Dorf Erl mit seinen 1500 Bewohnern hat sich seinen dörflichen Charakter bewahren können. Im Zentrum gut erhaltene und renovierte Fassaden und sogar eine Dorfschmiede. Seit 400 Jahren führen die Bewohner alle 6 Jahre Passionsspiele auf, weil sie das gelobt hatten, um von Krieg und Zerstörung nicht mehr bedroht zu werden. Für diese Spiele ließen sie 1959 das Passionsspielhaus erbauen, das allerdings nur im Sommer bespielbar ist. Dezember 2012, unmittelbar neben dem Passionsspielhaus, war nach 2-jähriger Bauzeit ein neuer architektonisch kühner Bau fertiggestellt worden, geplant von der Wiener Architektengruppe Delugan Meißel. Ein Festspielhaus für einen Musiker, für den österreichischen Dirigenten Gustav Kuhn, der in Erl Ende der 90er Jahre die Tiroler Festspiele gegründet hatte. Der österreichische Bautycoon Hans-Peter Haselstein hat 20 Millionen Euro aus seiner Privatstiftung zur Verfügung gestellt und damit 2/3 der Baukosten des Festspielhauses getragen. Gustav Kuhn probt für das Eröffnungskonzert Richard Wagners Tannhäuser-Ouvertüre. Das neue Haus hat 862 Sitzplätze und es verfügt mit einer Fläche von 160 Quadratmetern über den größten Orchestergraben der Welt. Kein Ellbogengedränge wie in vielen anderen Opernhäusern. Die Innenarchitektur lädt Opern- und Konzertpublikum zum Flanieren während der Pausen ein. Der Mäzen Hans-Peter Haselsteiner sieht seine Finanzierung des Festspielhauses nicht nur, wie er bei der Eröffnung gesagt hatte, als Verrücktheit. Ich bin ein Opernliebhaber und ich liebe Wagner und die Qualität, die Kuhn hier auf die Bühne gebracht hat im Passionsspielhaus, verdient einfach eine Unterstützung, wenn man das kann. Und ich konnte glücklicherweise und in meiner Stiftung ist auch vorgesehen, dass 51% der Erträge für kulturelle oder soziale Zwecke zu widmen sind. Und daher habe ich gesagt, jawohl, einer dieser kulturellen Zwecke ist Erl. Gustav Kuhn will in den Aufführungen der Tiroler Festspiele primär das Anliegen umsetzen, das der Komponist mit der Vertonung eines Librettos ausdrücken wollte. Eine Aufgabe, die nach Meinung Kuhns viele Regisseure heute keineswegs erfüllen. Wir haben ein Orchester, das aus 20 Ländern kommt. Das ist sozusagen allein durch die Mischung noch in Ordnung. Wie die das natürlich und richtig spielen, dann denkt man eigentlich, ist eigentlich eine Sauerei, was diese Regisseure machen. Das kann ich ganz gerne wiederholen, eine Sauerei, weil sie sich in einer Art und Weise wichtig machen und von dem, was ihnen überhaupt ermöglicht. Ohne Wagner wären die doch überhaupt nichts. Das wären sie, was sie sind, auch so Stümper. Aber ohne Wagner wären sie überhaupt nichts. Sie könnten ja gar nichts aufführen. Und sich dann ein Genie herzunehmen und sich am Genie zu vergreifen, ist, finde ich, völlig falsch. Die Tiroler Festspiele stehen für Wahrheit in der Musik und dass man mit weniger Geld auch vieles machen kann. Wagners Tannhäuser-Ouvertüre erklingt im neuen Festspielhaus heuer nur beim Eröffnungskonzert. Das Opernprogramm wird von Verdi beherrscht mit La Traviata, Rigoletto, Nabucco und Il Trovatore. Die Sommerfestspiele 2013 in Erl dauern bis zum 28. Juli.